Und da nur mit 5 verschlossen. Geöffnet. 4 Draken, eine Flasche und Mondzucker. Der sollte gehen. Ah, jetzt könnte ich wieder ein Kilo nehmen. Dann nehme ich hier den Kerzenständer mit. Okay. Teleportieren wir uns zurück. Herrliche Nacht, oder? Nun gut. Selbiges nochmal in die Taverne, dann verkaufen und dann nochmal in die Taverne zum Zurückporten. Das geht jetzt irgendwie viel, viel schneller mit den Teleportationszaubern. Blöd ist nur, dass wir auch immer sehr schnell voll werden und uns dadurch sehr oft hin und her teleportieren müssen. So, Aschekartoffel kann weg, Mondzucker kann weg und das war's eigentlich. Gehen vielleicht noch irgendwelche Kerzen oder so? Ja? 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 Ich trage gerade keine mehr, lol. Die geht auch noch und geht da vielleicht noch eine? Geht auch noch. Okay, dann haben wir nämlich keine Lichter mehr. Naja. Sind wir da allein schon 15 Kilo leichter geworden ungefähr? Komm, ja, geht doch. 2 Hämmer haben wir noch. So, die Rast des Heiligen Meeres. Beeindruckend. Eure Kleidung steht euch gut. Erst noch ein bisschen warten, bis die Ausdauer überhaupt regeneriert ist. Da ist der Buff weg. Aber egal, das ist eh nur noch so wenig. Jetzt. So, die Laute kommt weg. Die Rüstungen kommen weg. Und da die Gewänder. Und die Waffe. Genau. Dann wiegen wir nur noch 170. Das ist doch schon angenehmer. So, das sind 59. 1,31 sind das 77. Leider nein. Aber 76 immerhin. So, mal sehen, was wir zaubern könnten. Beschworene Stiefel. Cool. Wir haben noch 5. Gegengift, Bettlernase, Feuerball. Mal sehen. Zerstörung 62. Geil. Oh, jetzt ist er weg. Zerstörung 65. Das heißt, wir können Zerstörung so auch skillen. Cool. Ich dachte nämlich immer, Zerstörung, dafür muss ich einen Gegner treffen, aber offenbar nicht. Ach, was mache ich denn? Ich will rasten. So, und dann Rückkehr. Oh, leider nein. Aber jetzt. Eine Glaslaterne nehmen wir noch. Oh, die ist aber sehr hell. Das ist schön. Die ist wirklich verdammt hell. Seht ihr das? Wie hell die ist?
krass. So, du hast noch ein paar Sachen und jetzt ist ein schöner nackter Körper. Dann die Bücher. So, das ist aber Matze. Die Kerze, das Buch. Was? Axt hat sich auf 16 Punkte verbessert. Cool. Da ist nichts mehr drin. Da die Kerze und die Flasche können wir lassen. Dann sind wir fertig. Dann gehen wir jetzt mit dem Typen weiter. Wir haben also offenbar eine Art Banditennest hier. Banditenversteck gefunden. Und die Banditen haben wir ausgelöscht. So, gemeinsam reisen. Folgt mir. So, die Laterne ist jetzt gut im Dunkeln. Holen wir uns noch ein paar Blumen, Pflanzen, Staubbeutel, keine Ahnung. Was sind das? Weideblumen und Beutelpflanzen. Dann haben wir wieder Goldkanett und Heidekraut. Oh, eine Korkwurzel. Von Korkwurzeln können wir eigentlich gar nicht genug kriegen. Da ist jemand. Glück und Grüße für euch. Mauri Aumine. Verzeiht, aber habt ihr einen Banditen in der Nähe gesehen? Ich muss ihn finden. Oh. Okay, der Banditen in der Nähe. Ja, ich ging hier gerade in Gedanken versunken vorbei, als mich ein Bandit von hinten ansprang. Es war ein Dunkelelf, ein starker, schneidiger Dunkelelf. Er fügte mir kein Leid zu, nahm aber meine Edelsteine. Er war sehr sanft und schien eine Ewigkeit mit mir zu sprechen. Edelsteine? Was sagt ihr? Oh, vergesst die Edelsteine. Ich möchte nur den Banditen wiederfinden. Er war bezaubernd und charmant und ich muss ihn einfach wiedersehen. Sein Name? Nelos Onmar. Ein Name, der für alle Ewigkeit einen Platz in meinem Herzen haben wird. Vielleicht könnt ihr ihn für mich finden. Bitte, ich kann nicht leben, ohne zu wissen, ob er mich jemals lieben könnte. Ich kann euch nichts als Gegenleistung anbieten. Doch könntet ihr mir helfen, um der Liebe willen? Ich werde versuchen, diesen Mann zu finden, und sei es nur um der Liebe willen, ich habe keine Zeit für diese Torheit. Ja, helf mir der Frau. Ihr werdet es versuchen? Habt tausend Dank. Ich bin sicher, dass ihr in der Lage sein werdet, ihn zu finden. Er erwähnte, dass er Richtung Norden müsse. Deswegen kann ich mir vorstellen, dass er in Pelagia zu finden sein könnte. Pelagia, das ist doch im Süden, oder? Naja. Wenn ihr ihn aufspürt, dann gebt ihm bitte diesen Handschuh als Zeichen meiner Liebe. Ich bin mir sicher, dass er mich finden wird. Dass er mich wird finden wollen. Okay. Auf der Straße nördlich und westlich von Pelagia traf ich eine schöne Bretonin namens Mauri Aumine, die von einem Banditen angegriffen worden war und verzweifelt wirkte. Es scheint, dass diese junge Dame nicht so verängstigt ist, wie ich dachte, oder wenigstens nicht aus den von mir vermuteten Gründen. Obwohl dieser Bandit Nelos Onmar ihre Edelsteine und ihr Geld gestohlen hat, muss er wohl auch ihr Herz erobert haben. Törichtes Mädchen. Mauri hat mich gebeten, diesen Nelos aufzuspüren und ihm ihren Handschuh als Zeichen ihrer Zuneigung zu bringen. Es scheint eine törichte Aufgabe zu sein, da sie keine Belohnung anbietet und mich bittet, dies einfach nur um der Liebe willen zu tun. Aber warte mal, da gab's da noch was? Ich habe mich bereit erklärt, den Banditen Nelos Onmar zu suchen und den Handschuh dieser jungen Bretonenfrau zu überbringen. Sie glaubt, dass er sich in Pelagia befindet. Vielleicht kann ich dort also mehr über ihn herausfinden. Ich fürchte um ihr Herz, denn diese Banditen scheren sich nicht um andere, nur um die Beute, die sie abmachen können.
Naja. Sie wird schon wissen, was sie will, oder? Und manche Erfahrungen muss man einfach selbst machen. Vivek, Pelagia, Balmora. Schade, dass die Korkwurzel da nichts hatte. Ich muss schon da lang, oder? Genau, und wo geht's da lang? Vermutlich nach Odai oder Loa-Od. Also Odai Plateau. Naja, egal. Hey, wir sind ja fast in Selenin. Cool. Naja, wir gehen auf jeden Fall den Weg hier weiter. Aha. Ulumusa Höhlentour. Tür. Da komme ich nicht drum herum. Ist ja blöd. Und wo ging dann der andere Weg entlang? Hey, wartet auf mich. Ja. Töt mir den Skript. Ich werde mich an eurem letzten Atemzug ergötzen. Nein, wirst du eher nicht. Hier war der Weg, oder? Genau. Wo ging es denn hier weiter? Hier scheint es ein normaler Weg zu sein. Okay, aber in die Höhle möchte ich rein. In die Höhle möchte ich rein. Du wartest hier. Nicht RT. Ich möchte hier markieren. Woher habe ich den Stufenaufstieg bekommen? Was habe ich denn verbessert? Keine Ahnung. Naja, finde ich cool. So, das Beste kriege ich 3 Stück. Charisma oder Stärke. Dann machen wir Stärke. Jetzt können wir auch mehr tragen. Und dann das Niedrigste wäre Willenskraft oder Charisma. Doch, Willenskraft oder Charisma. Aber da kriege ich bei Charisma mehr. Also nehme ich Charisma. 260. Er folgt mir jetzt gerade nicht mehr, oder? Genau. So. Was habe ich denn geskillt? Blocken, Wiederherstellung, Langwaffe, Zerstörung, Wiederveränderung. Axt auch nicht. Ach, Axt! Ich habe das Lehrbuch gelesen. Ah, okay. Markieren. Da. Dann können wir jetzt da rein. Ulumusa. Vielleicht sollte ich speichern noch, wenn ich da drin bin. Kurz. Okay, hier ist sonst nichts. Oder scheint nichts zu sein. Mein Schild habe ich an, oder? Nein, den habe ich natürlich nicht an. Oh. Wer? Vielleicht können wir was von ihr stehlen. Ihr Enva! Na toll, ich bin runtergefallen und dadurch ist das weggegangen. Oh. Das Schleichen. Dummkopf! So, weil ich dich töte? Du hast mich angegriffen. Wir nehmen alles mit. So, wir schleichen weiter. Da unten ist nämlich der nächste. Die Laterne können wir mitnehmen.
Deine Kräfte schwinden. Ihr seid gezwungen. Nein, bin ich nicht. Oh, aber der Held. Verdammt! Ja. Plötzlich hat er mit einem Schlag fast mein ganzes Leben abgezogen. Er muss kritisch getroffen haben oder so. Krass. Naja. Nein. Dummkopf! Nein. So, speichern. Dann muss ich die nicht nochmal töten. So, Lebenskraft. Jetzt habe ich wie viel? 86 von 75, auch nicht schlecht. Aber ich habe ja Pfeile, ich könnte erstmal mit dem Bogen auf ihn schießen. Ziel hat der Magie widerstanden. Okay, jetzt geht's ab in den Nahkampf. Heilst du dich gerade? Nein, oder? Langwaffe auf 52. Goldrot Habrex. Oh, Gürtel des Nordknucknucks. Ein verzauberter Gürtel. Ausdauer senken auf Berührung. Hat er das bei mir gemacht? Keine Ahnung. Cool. Nein, das ist der Ring. Hier ist der Gürtel. Gut, Zauberfluch hätten wir auch noch, aber egal. Gewöhnliches Hemd, gewöhnlicher Ring, gewöhnliche Schuhe, gewöhnliche Hose, nordischer Kettenharnisch, Mittel. Der hat Gewicht, Rüstungswert 10 und der hier hat Rüstungswert 17, dann tragen wir nicht. Und der ist leichte Stiefel und das da wiegt 32, das können wir nicht mehr tragen. Aber wir sehen uns noch schnell um. 7 Kilo, 5 gehen noch, dann gehen jetzt noch 2, 1 Kilo. Kabuti Haut. Das war's. Jetzt geht nichts mehr. Dann teleportieren wir uns zurück. Ich muss pennen. Kann ich hier pennen? Links oder rechts? Ach, hier. Oder doch hier? Ja, hier. Habe ich eh schon ausgerüstet? Nein. Nein. Ja. So, dann haben wir jetzt wieder einiges zu verkaufen. Und ein paar Sachen für unsere Truhe. Und eventuell gehen uns gleich die Hämmer aus. Aber nur eventuell. Ihr habt noch viel zu lernen. Das stimmt leider tatsächlich. Ich habe noch viel zu lernen, denn unsere Fähigkeiten sind noch so niedrig, obwohl wir schon wieder einen von 10 Punkten für Level 8 haben. Oh, da freue ich mich. Level 8. Können wir wieder skillen. Dann haben wir noch mehr Glück.